Jawohl und willkommen hier zu einer weiteren Dwarf Challenge auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur internationalen FIFA World Cup Katar 2022er Panini Sticker Serie. Ich entscheide, nicht der Würfel, nicht Siri, nicht das Glücksrad. Ich entscheide, internationale Dwarf Challenge, 11 Packs sind am Start. Ich darf am Ende nicht tauschen. Ich darf aus jedem Pack einen Spieler bestimmen. Ich muss aus jedem Pack einen Spieler bestimmen. Internationale Dwarf Challenge, ich würde mich sehr darüber freuen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr meinen Kanal sehr gerne kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Lasst auch gern zu Beginn einen Daumen nach oben da. Kostenloser Support ist natürlich immer das Beste. Ich würde mich sehr darüber freuen. Keine Ahnung, ich werf mal die 500 Likes in den Raum. Haut mal raus, Leute, für die internationale Dwarf Challenge heute. 11 Packs, ein Team. Am Ende bewertet ihr das Team von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren. Ihr kennt die Regeln. Wir gehen rein. Wir gehen rein und starten mit direkt einem Shiny Sticker, nämlich das Logo von Marokko. Damit können wir aber leider nicht so viel anfangen, weil wir brauchen Spieler. Wir brauchen Spieler, 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 Spieler. Und dann nehme ich einen Jakub Moder mit im zentralen Mittelfeld. Ja, der Start hätte besser sein können. Sagen wir es mal so. Der Start hätte besser sein können. Dejan Lovren, Kai Havertz, Zek Steffen, Nagatomo und Larin. Ja, ich denke, ich nehme Ehrenbruder Kai mit. Ehrenbruder Kai so im zentraloffensiven Mittelfeld als Zehner. Ich denke, da schlägt er sich ganz gut. Zur Not, wenn ich keinen Stürmer mehr ziehe, dann kann ich Kai Havertz auch in den Sturm stellen. Weil also Havertz sehe ich eigentlich auf vielen Positionen. Das ist auch ein super Pack. Also ich hätte jetzt als erstes Marco Reus mitgenommen und dann habe ich noch diese Fratze gesehen. Und diese Fratze gefällt mir noch einen Ticken mehr als Marco Reus. Und deswegen nehme ich Luka Modric im zentralen Mittelfeld mit. Unser Mittelfeld schon mal abgehakt. Eventuell noch ein 6er, dann spielen wir 4-1-2-1-2 eng. Aber müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was jetzt gleich noch am Start ist, ne? Osorio. Domagoj wieder. Ade Gukbe. Oh, let's go! Cristiano Ronaldo mit dem Schatten falsch, oder? Nee, gar nicht wahr. Nee, warte mal. Sind die alle Sticker so? Nee, die ganzen Sticker sind so, aber CR7, let's go! Ich hab gedacht, ich habe einen Error CR7 Sticker gezogen hier. Errors CR7 Sticker. Ich war gerade sowas von perplex wegen diesem Schatten. Aber der Schatten ist ja normal. Huch. Ja, moin. CR7 erneut im Pack. Wir haben es schon wieder geschafft, CR7 zu ziehen. Ich glaube, ich habe so viele CR7 gezogen wie ganz Europa. No joke. So oft, wie ich CR7 hier ziehe, das ist nicht mehr normal, ne? CR7, zack, kommt in den Sturm. Let's go, Junge. Let's go. Sauber. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ochoa, Tambakti, Niederlande-Logo, Blanco und Franco. Ja gut, dann nehme ich, ja, endlich mal ist man über diesen Spieler erfreut. Normalerweise nervt er eigentlich überall und irgendwo, wo man den ziehen kann, aber jetzt bin ich zufrieden, weil ich jetzt einen Torhüter im Tor habe und als Torhüter ist er ja nicht verkehrt, muss man ja ehrlicherweise sagen, ne? Als Torhüter ist er ja wirklich nicht verkehrt. Musa, Kim, oh, Neymar im nächsten Pack! Neymar und CR7, was geht denn jetzt hier schon wieder ab? Neymar und CR7 in der internationalen Panini FIFA World Cup Katar 2022 Sticker-Serie. Let's go, Junge. Neymar und CR7. Puh. Geil. Geil, 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 geil. Neymar und CR7, Abfahrt rein mit euch in den Sturm. Junge, was geht denn hier ab, bitteschön? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab, Nuhu? Goodwin, Matty Cash und Dries Mertens. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Matty Cash, Dries Mertens muss ich eigentlich mitnehmen, weil Dries Mertens noch einigermaßen okay ist. Dann spiele ich halt 4-2-2-2-2. 4-4-2-2-2. So. Mit zwei ZOMs, mit zwei Stürmern, mit zwei Zentralen, mit zwei Sechsern. Ja. Und jetzt fehlt nur noch die Vierer-Abwehrkette. Und das wird, glaube ich, ein kleiner Dorn. Ein Dörnchen im Auge. Dann muss ich jetzt einen Abdou Diallo mitnehmen. Er ist der einzige Verteidiger, wo ich sage, ja, Casemiro hätte man theoretisch auch in die Innenverteidigung stellen können. Aber da wir jetzt einen Gelernten sowieso drin haben, passt das. Das passt.
Und was nicht passt, wird passend gemacht. Hincapié. Ecuador, nächster Innenverteidiger. Jetzt brauchen wir noch die Außenverteidiger. Wir brauchen noch die Außenverteidiger. Und ich glaube, das wird jetzt hier nicht witzig. Ich glaube, das wird hier alles andere als witzig. Moutinho. Oh, ich habe gedacht, das ist Fonsi. Es ist George Sanchez. Den nehmen wir mit als Linksverteidiger. Ja, Offensive top. Hinten reden wir nicht drüber. Offensive top. Hinten drehen wir nicht drüber. Krychowiak, Vestergaard, John Henderson, Kovacic und Morita. Ja, dann nehme ich einen Yannick Vestergaard mit als Rechtsverteidiger. Das ist unser Team. Das ist unser Team. Es ging geisteskrank los. Neymar, Ronaldo, Havertz, Modric, Mertens, alles überragend. Hinten die Abwehr hat dann leider so ein bisschen reingetrollt, muss man sagen. Ne? Hinten die Abwehr hat dann leider so ein wenig reingetrollt. Aber hey, ich bin gespannt auf eure Bewertung. Neymar, Ronaldo in einem Team? Das ist ja schon eine Ansage, würde ich mal sagen. Ne? Lasst super gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr die Sticker noch nicht ausgepackt habt. Noch nicht angefangen habt zu sammeln, könnt ihr sehr gerne die Sticker auschecken. Unten in der Beschreibung ist ein Panini-Essen-Link, der führt euch zum Panini-Online-Shop. Da bekommt ihr die Sticker, die WM 2022 Sticker in der deutschen Version. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. CR7 und Neymar in einem Team. Läuft. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.